Servus und willkommen zu einem neuen Video bei den Short Riders. Ja, ich habe heute die Ehre, ich darf eine MT-07 Test fahren. Das ist so das Arbeitstier der modernen Naked Bike Welt. Das Ding hat einen 270 Grad Hubversatz. 270 Grad Versatz hört sich im Prinzip an wie eine V2, auch wenn es keine V2 ist. Also Crossplane Motor im Prinzip. Also mir persönlich, optisch ist das Ding ein richtiger Leckerbissen. Auch die Lichtmaske, die ist zwar leider noch keine LED-Lichtmaske, aber das muss auch nicht unbedingt sein. Ich finde, das passt doch irgendwie noch sehr gut zu dem Bike. ABS-Bremsen ist eh klar. Alex, welches Baujahr ist die? 18. Okay. Also Baujahr 2018. Zart-Auspuffanlage. Ja, wie legal das ist, ist eine andere Frage. Aber es hört sich wirklich fein an, das Teil. Egal mit welchem Auspuff. Meiner Meinung nach, ob das jetzt Leo Inchi ist oder whatever. Genau, und ich werde mich jetzt mal draufschwingen und euch meine ersten Eindrücke zu dem guten Stück da lassen. Wie gesagt, optisch finde ich sehr fein. Genau, also der Sound. Jetzt geht's los. Also Shotrider, wie sitzt man da oben? Boah, ziemlich breit. Ein bisschen wie auf das 97 Duke. Ich merke jetzt gleich, dass mir die Fußrasten ein bisschen im Weg sind, wenn ich die Haxen runtergebe. Also die sind mir zu weit vorne jetzt. Mit beiden Beinen komme ich nicht runter. Mit meinen 71. Aber es ist eine angenehme Sitzposition. Es ist ein sehr breiter Sattel. Vor allem hinten am Arsch geht eben so auseinander. Sonst ja, der Lenker ist, man ist, ich weiß nicht, man sitzt nicht vorne, aber man hat trotzdem den Lenker ziemlich nah. Ist irgendwie, man kann da gut werken und er ist auch nicht so breit. Das ist eigentlich ungewöhnlich für Naked Bikes, finde ich. Na gut. Oh, sehr elegant. Schaut schon beides aus. Kann man nichts sagen. So, schauen wir mal wieder neutral. Geht Pipi-Fans rein. Und der Starter bei Yamaha ist einfach Sexiness pur. Hört sich das Teil an. Das erinnert eben auch an der 97 Duke, die hat im Prinzip die gleiche Motorart mit dem 270 Grad Versatz. Der Sound ist einfach krank. Da sind die DB-Killer übrigens drinnen und alles. Das heißt, soweit ist es nicht irgendwie schwer illegal oder so. Genau, Warnblinkanlage hat das Teil auch. Das finde ich geil bei Yamaha, dass sie nicht einfach nur... Also bei der Duke ist das hier ein bisschen billig ausgefallen alles. Ja, die Blinker sind, also der fühlt sich wirklich gut an, man spürt eindeutig den Druckpunkt, das taugt mir, die Schalter sind auch alle massiv. Ich finde, da schauen die Spiegel auch oben überhaupt nicht blöd aus, weil ich habe halt bei mir auch die Highside, die schauen auf wirklich vielen Naked Bikes einfach geil aus. Genau, jetzt werden wir das Ding mal eine Runde fahren. Wie gesagt, die Fußrasten, das spürt man schon mehrmals. Gänge gehen Pipi-Fans rein. Gehen wir es an. Ja, man merkt schon, das Ding hat Power. Oh, jetzt merke ich es gerade erst. Wo ich jetzt zurückgerutscht bin, um gescheit oben zu sitzen. Man hat einen saugeilen Knieschluss auf dem Tank. Zumindest ich mit den... Ich komme da super noch drunter. Ich zeige euch dann das Ganze nochmal unten. Okay. Geil, also es ist ungewöhnlich. Aber es fährt sich sehr nice, muss ich sagen. Also ich weiß schon, warum ich das Ding einfach... das Arbeitstier sozusagen genannt habe, der Naked Bikes, weil das hat was. Das Fahrwerk ist ein bisschen schwammig im Vergleich zu dem von der Duke, aber nicht irgendwie arg unangenehm oder so. Boah, und der Motor und der Antriebssatz, da merkt man, das Ding ist solide, bis zu deppert. Und der Sound ist einfach krank. Ich lasse euch jetzt einfach mal den Sound genießen, das Stück da nach vorne. Ja, es ist jetzt auf A2 gedrosselt, das Motorrad, ganz sicher sogar, den Unterschied wird man merken und ja, da habt ihr es jetzt gehört, es poppelt und klappert, also nicht klappert, aber es macht schön brapp, das Motorrad, ich sage es einfach so, es ist, man hat auch so richtig fein, es schießt auch so richtig fein, wenn man mal vom Gas dann wieder runter geht, probieren wir das hier direkt mal, da muss man runterschalten. Jetzt hat man es gehört. Das hört sich wirklich fein an. Die Schaltung war jetzt für mich ein bisschen, ich weiß nicht, bin nicht so richtig klar, komme ich gerade damit, weil der Ganghebel um einiges näher ist beim Fuß, als was ich es jetzt gewöhnt war, aber das ist nur eine Gewöhnungssache, wie immer, bei allen Motorrädern. Sonst von der Schräglage, ich kann jetzt halt, ich frage ihn dann auch noch, welcher Reifen da oben ist, oder ich blende es euch einfach jetzt ein. Der fühlt sich sehr angenehm an, er fährt sich sehr gleichmäßig über die Schräglage. Und es fühlt sich sehr solide an.
sehr solide und sehr, pass auf, Bodenwelle. Also das Fahrwerk ist tendenziell schon eher weich, es ist nicht unglaublich hart und es schwingt schon auch ein bisschen nach. Also es ist eher ein bisschen auf gemütlicher gebaut jetzt, es ist hier auch nichts umgebaut am Fahrwerk oder so, was ich weiß zumindest. Und es geht wirklich angenehm durch die Kurven, also ich muss sagen, so jetzt vom, ich muss jetzt kurz meine Gedanken fassen, zeige ich das Biest nochmal von außen. So, hier muss ich nochmal kurz im Nachhinein was dazu sagen, also, nämlich das Fahrwerk ist insgesamt schon ein sehr weiches und schwammiges Fahrwerk. Man merkt das besonders, wenn man sich in Kurven reinbremst und da vorne Bodenwelle war oder so, dann wurschtelt es einen da schon ein bisschen mal dumm. Und ich sag mal, es ist nicht das angenehmste Fahrwerk, es ist halt, naja, viele nennen es ein Frauenmotorrad, einfach weil es sehr weich gebaut ist. Da kann man im Nachhinein sicher viel machen, aber von der Grundausstattung ist das Fahrwerk schon sehr weich und schwammig. Die Sitzposition ist geil, ich finde es wirklich nice, wie nah der Lenker ist. Was ich euch noch zeigen wollte, ist hier, irgendwo hier, ich kann es nicht genau sagen, liegt mein Knie ursuper drinnen. Das ist wirklich, wirklich sehr angenehm und da hat man einfach das Gefühl, dass man sich ans Motorrad klammern kann mit den Beinen. Also das ist nicht so, dass man irgendwie da lose oben sitzt. Und es ist auch nicht so, dass der Lenker einen da davon fliegt, weil er so unglaublich weit weg ist. Weil das ist ja schon bei vielen Bikes wie zum Beispiel den CB500F so, dass mir die Lenker zu weit vorne sind. Der schmale Lenker macht es ein bisschen mehr zum Race-Bike, finde ich. Und ja, wir fahren das Ding jetzt nochmal runter und ich sage euch einfach, was mir dazu noch auffällt. Das Fahrwerk ist fein, aber doch weich und ein bisschen schwammig, aber es fährt sich super. Es ist nicht irgendwie unangenehm zart oder so. Ich weiß es nicht, MT steht für entweder Maximum Torque oder Master of Torque, ich habe schon verschiedene Sachen gehört. Ihr könnt es mir jetzt in die Kommentare schreiben, was das Richtige ist oder was ihr wisst, dass MT eigentlich steht, aber den Namen hat sie sich definitiv verdient. Sie zieht schon sauber an, also da kann man echt nichts sagen. Das Zwischengas habe ich noch nicht so richtig gecheckt, ja, das ist halt, dass die Gewöhnung noch nicht da ist fürs Bike, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt sehr schnell dran gewöhnt. Ich bin sie wirklich vorher einmal gefahren, das ist schon wieder ein Jahr her oder länger, und Wendigkeit, sie ist nicht batschert, aber so wendig wie die Duke ist sie nicht, also man sitzt halt doch anders oben, und für Hangoff ist das Ding auch nicht gebaut, das merkt man, das ist aber bei der Duke nichts anderes, aber der Knieschuss ist Wahnsinn, der ist wirklich geil. Der ist wirklich geil, der Knieschluss, ja. Und der Sound ist unglaublich. Papap. Ah ja, ich bin es nicht gewöhnt. Ich bin es nicht gewöhnt. Ein bisschen. Pap. Ja, der Sound ist schon sehr schön, kann man wirklich nicht sagen. Also, da steht mir einfach einer in der Hose. Es brubbelt und brabbelt so schön. Das Vorgas habe ich noch nicht so richtig under control. Der Gaswechsel hier in diesen Bergabkurven, das ist ein Ding für mich sehr wichtig, das habe ich bei der Duke lang nicht unter Kontrolle gehabt. MT09, wirklich eine Hartsau. Aber hier genau dieses Stützgas, gerade was ich meine, dass man gerade rollt, easy gefunden. Es ist nicht fahrtes Gas, aber es hat schon eine angenehme Softness noch drinnen, wo man wirklich schön damit fahren kann. Ja, die Bremsen haben einen sehr harten Druckpunkt, aber ich finde, sie ziehen nicht unglaublich hart, wenn man reinbeißt. Also es ist... das funzt nicht gleich mehr an, dass ich den Motorrad zusammenhaue. Na, also... Genau. Was kann man noch zu den Bremsen sagen? Er filmt mich gleich sehr schön. Also die Bremsen haben einen sehr harten Druckpunkt, aber man muss doch schon sehr fest bremsen. Also ich finde, die von der Duke gehen eine schöne Spur besser. Vielleicht liegt es daran, dass das Motorrad schwerer ist auch. Das ist, was mir so auffällt. Die Hinterbremse habe ich gar nicht mal so angecheckt. Dem Mario taugt. Ja, ich fahre eh nochmal rauf, wenn es okay ist. Sehr gut. Der Sound ist halt unglaublich. Also, nein. Den lassen wir drin. Das hört sich sowieso schon super an. Ich finde, wenn man das Motorrad mehr umlegt, ich weiß nicht, ob es der Reifen ist oder das Motorrad, aber wenn es ziemlich, also schon ein schönes Stück liegt, dass es sich dann so, dass man es dann noch ein bisschen mehr reinzwingen muss, gell? Ist der Reifen, gell? Und das Fahrwerk ist auch eigentlich ziemlich weich von der, gell? Ja. Aber es fährt sich geil, muss ich sagen. Bisschen schwammig manchmal bei den Kurven, wenn man reinfährt. Das ist so, ja. Aber es ist nicht so, dass ich sage, es ist nicht fahrbar. Ja,
aber ich finde, es geht. Also die Duke hat ein saugeiles Fahrwerk vom Grund aus. Bei der ist es so, ich habe schon gemerkt, ein paar Mal bei den Kurven, dass es so ein bisschen geschlankert hat beim Reinbremsen so und beim Runterschalten und so. Das war ich halt nicht gewöhnt, aber ich habe das Zwischengas auch noch nicht so. Ja. Na gut, ich fahre nochmal. Aber ich sagte. Gleich mal ein Wheelie anreißen. Na, das hat er extra gesagt, dass ich nicht machen soll. Also. Machen wir das auch nicht. Ja, also ich muss sagen, da habe ich mich jetzt schon ziemlich weit reingetraut. Juhu! Servus! Da habe ich mich schon relativ weit reingetraut jetzt in die Kurve für mein Bauchgefühl jetzt. Ja, und habe mich aber wohl gefühlt. Wie gesagt, das Fahrwerk, das Originale ist, ja okay, es schwimmt doch ein bisschen. Aber dafür kompensiert der Sound alles. Ah, okay, man muss das Gas echt mehr aufreißen fürs Vorgas. Aber der Reifen, oh ja, der geht schön. Und man merkt auch, dass das Ding eigentlich eben die 700 Kubik hat, einfach daran, wie die Gänge ausgelegt sind. Also bei den Gängen merkt man, okay, zweiter, ich fahre jetzt 60 auf 5.500, ne? Und da merkt man halt schon, dass es eben eigentlich ein großer Motor ist. Aber er geht auch wirklich super auf A2, also ich habe da überhaupt keine... Ah, langsam wird es was mit dem Zwischengas. Oder ich nenne es gern Vorgas. Ich weiß es gar nicht, was der technisch richtige Begriff ist. Das Gas geben zum Runterschalten. Das war jetzt wieder zu wenig. Also von der Drossel her auch, wenn jetzt sich jemand das auf A2 drosseln möchte, muss ich sagen, würde ich dieses Motorrad absolut, der 97 Duke, vorziehen. Einfach weil die Drossel schöner geht. Man kann das Motorrad auch drehen. Das macht mir persönlich viel mehr Freude, weil der Sound einfach Hammer ist. Ja? Und wenn man eine 97 Duke drehen will, dann hustet sie herum und das finde ich ist echt nicht schön gewesen, was das Ding hergibt. Ja, okay, die sollten einfach von der Kraft runtergehen, von dem, was sie einspritzen, und nicht so ein, wir geben alles, dann BAM, Brickwall, so, dann plötzlich hustet das Ding aus dem Nichts. Das taugt mir nicht, das ist hier super gemacht, das finde ich ist echt fein, und Yamaha, ich weiß nicht, ich bin schon auch ein Yamaha-Liebhaber. Ja, den Sound, da kann man echt nichts sagen, der ist einfach geil, der Sound ist einfach geil. Ah. Vom Nachschalten ist es BAM BAM, das ist schon sehr sehr fein, kann man echt nichts sagen. Schau mal, wie sich die Kurve fährt vom Gas her. Oh, da schießt sie, da geht man ab. Ja genau, im Gaswechsel hat man das Schießen, das ist das Ding. Schau diese Engen da. Aber der schmale Lenker, man merkt schon, man hat ein bisschen weniger das Gefühl von Kontrolle, wie ich es bei der Duke kenne, mit diesem wirklich sehr breiten Lenker schon. Und da hat man doch ein bisschen weniger das Getrolle. Ich kann schon nicht reden. Gefühl von Kontrolle meine ich. Aber es fährt sich wirklich geil. Also es macht Urspaß. Ich finde am angenehmsten oder auffälligsten bei einem Motorrad, dass es angenehm ist, ist die Lenker zur Sitzposition. Man ist ja nicht unglaublich super Sport nach vorne gelehnt. Man ist nicht, sitzt aufrecht wie ein Chopper, sondern es ist so, man kann wirklich geil auf Angriff fahren mit dem Ding. Weil das ist bei der Duke schon weiter zum Beispiel wesentlich aggressiver ausgelegt. Ja, die. Wow! Das war jetzt ein Push vom Unterschalten her. So! Das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus meiner kurzen Testfahrt zur Servus zur MT-07. Sound macht Brapp. Ja.
So kann man das Motorrad zusammenfassen. Er selber, der Moritz, hat er, Moritz ist schon der Alex, hat das auch selber schön gesagt, das war so legit der einzige Grund, warum sie sich gekauft hat, einfach wegen dem Sound. Ja, genau. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geil.